Es steht fest, der Kohleausstieg wird kommen. Und anders als die Landesregierung wollen wir den Strukturwandel im Rheinischen Revier nicht verschlafen. Und deshalb haben wir 5 Leitlinien für die Zeit nach der Kohle entwickelt. Das Rheinische Revier besteht aus 4 Landkreisen, 44 Kommunen und 2 Bezirksregierungen. Und da muss Schluss sein mit dem Klein-Klein. Wir brauchen alle Kompetenzen gebündelt in einer Taskforce. Wir brauchen ein digitales Netzwerk, was den Ein- und Umstieg in die digitale Zukunft erleichtert. Denn gerade kleinere und mittlere Unternehmen und Handwerksbetriebe und Start-ups brauchen Vernetzung und Hilfe bei dieser Mammutaufgabe. Besonders die Kommunen an den Tagebaurändern sind benachteiligt und von Entwicklungen abgeschnitten. Und daher muss gerade hier der Ausbau von Breitband und dem Mobilfunkstandard 5G Priorität haben. Zudem brauchen wir ein Mobilitätskonzept für das ganze Revier, was auf Fahrrad, auf Bus und Bahn setzt. Außerdem hat das Rheinische Revier wirklich ideale Voraussetzungen als Modellregion für autonome Elektromobilität. Es muss jetzt damit angefangen werden, den Umbau an den Kraftwerkstandorten zu planen. Das Fernwärmepotenzial in der Region muss erfasst werden und alles, was zum Thema Ausbau der erneuerbaren Energien passiert und Digitalisierung der Energiewende, muss zusammen und gebündelt werden in einem Regionalbüro Digitale Energiewende. Wir brauchen einen Verbund von Naturflächen, in die auch der Hambacher Wald eingebunden ist, damit die Artenvielfalt in der Region wieder erhöht werden kann. Wenn die Landesregierung dann endlich ihre Blockadehaltung aufgibt, dann hat wirklich das Rheinische Revier auch eine Chance auf eine lebenswerte, innovative und klimafreundliche Zukunft.